Liebe Freunde, ich bin froh, dass ich es hierher geschafft habe. Ich finde es großartig. Das ist das Schönste, was es gibt, dass man eine Versammlung hat, wo lauter Männer beisammen sind. Und mal ganz unter uns können wir jetzt mal die ganz ernsten Fragen angehen. Also ich bin durch glückliche Umstände in eine Zeit hineingeboren, wo diese Neurobiologie gerade ein bisschen einige Fortschritte gemacht hat und ein paar neue Erkenntnisse gekommen sind. Und ich habe diese Zeit genutzt und diese Möglichkeiten genutzt, um das, was da in der Neurobiologie bekannt geworden ist, so zu übersetzen, dass es auch Menschen draußen verstehen. Und ich will heute mit euch ein bisschen auch so etwas machen. Es geht mir im Grunde genommen nicht darum, wenn ich so sage, ich versuche Brücken zu bauen zwischen den Erkenntnissen, die aus der Wissenschaft kommen und dem, was draußen im realen Leben stattfindet, dann geht es mir nicht darum, Wissen zu verbreiten. Das ist, Wissen ist im Grunde genommen neurobiologisch betrachtet Unsinn. Also das ist etwas, was man überhaupt nicht so sonderlich gebrauchen kann. Wissen kann man auch in Taschenrechner einspeisen und die kann man in Computer einspeichern. Also Wissen ansammeln ist ein recht formaler Vorgang, der an dem, der das Wissen ansammelt, nichts verändert. Es sei denn, es handelt sich um Wissen, mit dem man im sozialen Zusammenleben vor anderen protzen kann, was man alles weiß. Aber ansonsten ist Wissen, so sehr wir davon der Wissensgesellschaft auch immer reden, ist das eigentlich bedeutungslos. Es ist wurscht für mein Leben, wenn ich weiß, wie lang der Amazonas ist und ob nun der Nil noch ein bisschen länger ist oder irgend so. Es sei denn, ich will bei Wetten, das oder so weiter. Oder wie diese Sendung, ihr merkt schon, ich gucke mir das alles gar nicht an, wie diese Sendung alle so heißen. Was viel interessanter ist, ist das, was in den Schulen gar nicht mehr stattfindet und wo wir heute so ein bisschen hinwollen, nämlich, dass man nicht etwas weiß, weil man es auswendig gelernt hat oder weil es einem jemand gesagt hat, sondern wenn man es selbst erkannt hat. Das wäre so, dass man vor Phänomenen steht, dass man jemanden hat, der einem hilft, Dinge zu sehen und dass man dann plötzlich merkt, hey, das kriegst du zusammen, das kriegst du in deiner eigenen Birne zusammen und dann sagst du, wow, aha, hab's erkannt. So, und das ist was im Hirn sozusagen hängen bleibt, weil du es selbst gemacht hast. Weil wir sind keine passiven Befehlsempfänger, wir sind keine Objekte von Belehrungen, sondern wir sind Gestalter unseres eigenen Lebens, Subjekte, die wollen wir sein, so kommen wir auf die Welt. Und deshalb geht es uns nie gut, wenn wir nicht selbst diesen gestaltenden Akt, diese gestaltende Rolle übernehmen können. Und deshalb ist Erkennen schon überhaupt, da fängt es überhaupt erstmal richtig an, mit dem Mannsein und mit dem Menschsein überhaupt. Aber Erkennen ist auch ein bisschen wenig, weil Erkennen findet nur auf der rein rationalen, kognitiven Ebene im Kortex statt. Ich kann so viele Dinge, wir haben alle so vieles erkannt, aber wir ändern uns nicht. Das ist ein richtiges Scheißproblem. Wissen hilft überhaupt nichts, dass man sich verändert, wenn man es erkennt, ist es schon mal ganz gut, dass man sagt, ich habe es wenigstens erkannt, aber eigentlich geht es ja darum, dass man auch was ändert. Und deshalb muss das noch eine Stufe tiefer, das reicht mit dem Erkennen immer noch nicht. Und dann haben wir im Deutschen so eine richtige wunderbare Leiter, wo man da hochsteigen kann und eigentlich geht es ja auch höher. Also das Nächste wäre dann, dass man es begreift. Das ist schon was anderes als Erkennen. Begreifen heißt, da bin ich wenigstens mit meinen Händen schon dabei. Ich forme das, also da ist schon ein Teil der Körperlichkeit dabei und das, was dann richtig durchschlägt und wo ich mit euch hin will, heute, das heißt verstehen. Verstehen heißt, da geht es wirklich bis runter. Das heißt nicht ohne Grund verstehen, das heißt, weil es mich sozusagen bis in die Füße, bis in meinen Stand hinein ergreift. So, das ist Verstehen. Und das findet in unserer gegenwärtigen Gesellschaft kaum noch statt. Wir wissen unendlich viel. Manche haben auch was erkannt. Begriffen haben schon wenige was und verstehen tut fast niemand was. Das ist blöd. Das ist auch deshalb blöd, weil wir inzwischen in der Medizin ja anfangen zu verstehen, dass es auch mal darauf ankäme, zu gucken, was den Menschen eigentlich gesund erhält und was ihm gut tut. Und diese,
diese Suche nach, nicht mehr nach dem, was uns krank macht, das war ja die Pathogenese und die Pathologie, diese Suche nach dem, was uns eben gesund erhält, das heißt Salutogenese. Und da werden manche von euch das kennen, das ist das Salutogenese-Konzept von Aaron Antonovsky. Der hat unendlich viele Leute untersucht und immer mit derselben Frage, was ist denn das, was Menschen gesund macht oder gesund erhält oder wenn sie krank geworden sind, dazu führt, dass sie schnell wieder gesund werden. Und dann hat er drei salutogenetische Grundregeln gefunden und deshalb erzähle ich das Ganze ja hier erstmal. Wenn die alle drei erfüllt sind, dann hat man ein Gefühl, das nennt man Kohärenzgefühl. Ein Kohärenzgefühl ist so ein tolles Gefühl, weil es, wenn das jemand hat, dann ist das ein Gefühl, dass man, dass jetzt nichts mehr im Leben passieren kann, was einen aus der Bahn wirft. Also unser Gehirn hat ja so einen ganz eigenartigen Arbeitsmodus, den ich auch erst seit ein paar Jahren so einigermaßen verstanden habe und manchmal ist es auch so, dass es einem wie Schuppen von den Augen fällt, dass alles viel einfacher ist, als man am Anfang gedacht hat. Und das Grundprinzip der Arbeitsweise unserer Gehirne, der männlichen wie der weiblichen, besteht darin, dass das Hirn ständig versucht, einen Zustand zu erreichen, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird. Das ist, wenn man das weiß, weiß man alles übers Hirn. So. Das heißt, dass unser Gehirn ist ja ein Beziehungsorgan und dieses Knüpfen von Beziehungen, auch das Verarbeiten von Informationen in der Beziehung zwischen den Nervenzellen ist unglaublich energieaufwendig, da müssen ständig Ionen gepumpt werden und das frisst einen Haufen Energie, Glucose ist das, kommt über die Halsschlagader hoch, ist nicht unbegrenzt und schon im Ruhezustand, wenn ich mich jetzt hier hinlegen würde und meditieren würde, Augen zu und nichts denken würde, dann wären es ungefähr 20%, was mein Hirn einfach wegfrisst. Nachts, im Schlaf und sonst. Also 20% im Ruhezustand von dem, was der Körper bereitstellt, frisst das Hirn sowieso schon. Und jetzt versteht man, dass das dem Hirn nicht so ganz recht ist, wenn es jetzt noch mehr wird. Und deshalb, sobald man jetzt anfängt, noch was zu denken oder gar ein Problem lösen zu wollen oder gar sich selbst nochmal verändern zu wollen, dann führt das im Hirn zu einer riesigen Irritation und das nennt man dann Inkohärenz. Aber wenn es alles passt, wenn alles richtig toll im Hirn zusammenpassen würde, das ist die Kohärenz. Da heißt, da ist oben und unten ist total okay miteinander und rechts und links auch und die Vergangenheit und das, was man da erlebt hat, passt zu dem, was jetzt passiert. Die Erwartungen passen zu dem, was eintritt und man ist mit anderen Freunden und Bekannten und anderen Menschen verbunden, mit der Natur auch und auch noch mit dem Kosmos. Wenn das alles zusammenpasst, ist man total kohärent. Gibt es aber nicht den Zustand. Also gibt es schon, aber gerade erreicht man nur einmal im Leben, wenn man gerade gestorben ist. Da passt dann wieder alles und davor passt es nie. Und das ist natürlich eine wunderbare Ideologie einer Gesellschaft, mit der die uns ja, muss schon fast sagen, jahrhundertelang umhergejagt haben, dass man versuchen sollte, diesen schlaraffenlandähnlichen Zustand anzustreben, wo alles passt. Himmelreich, wie sie es alles so genannt haben. Es wäre schon irgendwie möglich, dorthin zu kommen, wo alles passt. Das ist doof. Also wir sind auch alle drauf reingefallen. Es gibt keinen Zustand, wo alles passt. Das Einzige, was wir erreichen können im Laufe des Lebens, ist, dass wir so viele unterschiedliche Herausforderungen und Probleme und Konflikte und Unpassendheiten erleben und das immer wieder selber hinkriegen, dass es wieder passend wird, dass wir am Ende immer besser werden und sagen können, was jetzt noch kommt, kann mich auch nicht mehr aus der Bahn werfen. Das ist männlich. Da ist man bei sich angekommen. Und da hat man diesen Kohärenzzustand, dieses Kohärenzgefühl. Also nicht den Zustand, sondern das Kohärenzgefühl. Ich sage dann immer gerne, die Leute, die diesen Kohärenzzustand anstreben, das sind welche, die wollen nach Schlaraffenland. Und diejenigen, die das Kohärenzgefühl anstreben, die wollen nach Bullerbü. Da geht es darum, dass man in jedem Moment wieder irgendetwas entdeckt, was man gestalten kann, wo man was machen kann. Und wenn es das Pferd ist, was man in die Küche holt. Egal, Hauptsache ist, man hat das Gefühl, man ist Gestalter dieser Welt und es kann einem nichts mehr passieren. Dann hat man das Kohärenzgefühl, dann wird man schneller wieder gesund, wenn man krank ist. Man wird seltener krank,
Man ist in einem Zustand, wo man müsste fast sagen, dauerhaft so glücklich ist. Also nicht so ein rauschender Zustand, sondern das ist dauerhaft zufrieden, Wohlbefinden. Und das ist ein Zustand, wo Menschen wieder Freude auf das Leben haben und wo die sich auch daran freuen, wenn sie sich weiterentwickeln können. Jemand, der dieses Kohärenzgefühl hat, der wird sich niemals an irgendwas festhalten wollen, sondern der freut sich ja schon wieder auf das nächste Problem. So, und dieses wunderbare Kohärenzgefühl wäre eben das, was man braucht, damit es einem richtig gut geht. Und wenn es einem richtig gut geht, dann ist man jemand, der auch was zu verschenken hat. Jetzt komme ich zum Thema. Wenn man sich mit sich selbst und in der Welt und weil man weiß, man kann einfach auch eine ganze Menge immer wieder richten, wohlfühlt, dann wäre man jemand, der andere Menschen einladen kann, der sie ermutigen kann, der sie vielleicht sogar inspirieren kann. Jeder kann das dann auf seine Weise, aber er wäre einer, der anderen das Gefühl gibt, dass er sich nicht auf deren Kosten darstellen und bereichern muss. Und der diesen anderen auch das Gefühl gibt, dass sie in ihrer eigenen Erkenntnisfähigkeit sind und dass sie auch selbst in der Lage sind, Dinge zu verstehen. Das heißt, es würde auch jemand sein, der andere nicht mehr versucht zu belehren und ihnen zu erzählen, wie es ist. Und er würde ihnen helfen, dass sie es selbst verstehen. Und diese drei salutogenetischen Grundregeln heißen eben erstens, man müsste in einer Welt leben, in der man das, was dort passiert, auch versteht. Jetzt wissen Sie, warum es so viele kranke Leute gibt bei uns. Es gibt kaum, also wenn ich abends den Fernseher einschalte, dann muss ich sagen, verstehe ich auch nicht. Ist besser, man macht ihn aus. Es ist eine Welt geworden, in der es kaum noch möglich ist zu verstehen, was da jetzt zum Beispiel in Syrien oder wo auch immer stattfindet. Aber man müsste es verstehen, damit man dieses Kohärenzgefühl hätte. Das Zweite ist, das nützt auch nichts, dass man irgendwas verstanden hat, wenn man es nicht gestalten kann. Also neben der Verstehbarkeit bräuchte man auch noch die Gestaltbarkeit. Das Gefühl, dass man was tun kann. Nicht einfach nur mitwirken, sondern es aktiv gestalten. Und das Dritte, was man unbedingt noch braucht, damit man sozusagen alle drei dieser salutogenetischen Grundprinzipien in sich vereinigen kann und dieses Kohärenzgefühl im vollen Umfang entwickeln kann, das ist die Sinnhaftigkeit. Also es nützt nichts, wenn ich was verstanden habe und wenn ich was gestalten kann, wenn ich nicht weiß, wofür das gut sein soll. So, und das ist sozusagen jetzt der Ausgangspunkt für diesen Vortrag, in dem ich versuchen will, mit euch zusammen darüber nachzudenken, wie wir uns gegenseitig helfen können, in dieses Kohärenzgefühl zu kommen und uns das gegenseitig zu ermöglichen oder vielleicht dazu beizutragen als Männer, dass immer mehr Menschen auf dieser Welt dieses Gefühl erleben dürfen, wie das ist. Nicht, dass man alles im Griff hat, sondern dass man in jeder Situation immer wieder Möglichkeiten und Lösungen findet, um das betreffende Problem adäquat und so, wie es am allerbesten passt, lösen zu können. Und da ahnt man schon, das geht sowieso nicht allein. Das ist unsere Vorstellung aus dem vorigen Jahrhundert, dass wir uns haben einreden lassen, man könne alleine Probleme lösen. Die Probleme, die wir haben, sind immer verursacht durch andere. Und da ist es eben so, wenn einen jemand in so ein Loch gestoßen hat, dann braucht man auch wieder jemanden, der einem hilft, dass man da wieder rauskrabbeln kann. Das heißt, wenn wir die Probleme, die wir im Augenblick haben, lösen wollen, müssen wir irgendwie versuchen, Gemeinschaften zu bilden, müssen wir irgendwie Formen finden, wie wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Und die Gemeinschaften, die wir bisher kennen, sind eben leider alles Gemeinschaften, die nicht so beschaffen sind, wie sie sein müssten, dass Menschen in solchen Gemeinschaften ihre Potenziale entfalten können. Also in dieses Kohärenzgefühl kommen, in diese Kraft kommen, aus der heraus sie dann als Liebende agieren könnten. Ja, die Gemeinschaften, die wir kennen, sind vielfach Zwangsgemeinschaften, Notstandsgemeinschaften, Besitzstandwahrungsgemeinschaften, was auch immer für Gemeinschaften oder wechselseitige Bespaßungsgemeinschaften.
aber es sind keine Gemeinschaften, in denen man sich gegenseitig hilft, in die eigene Entwicklung zu kommen. Das heißt, solche Gemeinschaften, wie wir sie bräuchten, wären Gemeinschaften, wo der Einzelne, wenn er dazugehört, sagen kann, so frei wie in dieser Gemeinschaft, so autonom und so kraftvoll habe ich mich in meinem ganzen Leben noch nicht gefühlt. Das wäre gefühlt, das wäre die Gemeinschaft, die man bräuchte, aus der heraus sich dann solche Prozesse auch entwickeln ließen, wie wir sie wiederum bräuchten, damit diese Gesellschaft langsam gesundet. Denn die ist im Augenblick hoffnungslos krank. Und jetzt müssten wir überlegen, wie das geht. Und mein Vorschlag wäre, dass wir uns ein bisschen darüber Gedanken machen, wie es möglich wird, dass man selbst, weil dieser Impuls oder dieser Weg in eine andere Form des Zusammenlebens, den kann ja nur jemand gehen, der auch mit sich selber im Reinen ist. Und deshalb müsste man gucken, wie wir das hinkriegen, dass man selbst jemand wird, der sich selbst annehmen kann, so wie er ist, und der auf andere zugehen kann und der sogar Freude daran hat, auf andere zuzugehen und die einzuladen, zu ermutigen und zu inspirieren, der den anderen das Gefühl gibt, dass sie ernst genommen werden, dass sie da sind, dass sie Subjekte sind, Gestalter, dass sie was verstehen können und dass das Ganze auch noch sinnhaft ist. Und so einen Menschen nenne ich einen Liebenden. So, und die alle anderen, die das nicht können, das sind Bedürftige. So, und dann müssen wir uns jetzt mal, und darüber wollte ich mit euch reden. Wie kommt man in diese Bedürftigkeit rein? Weshalb werden wir zu Menschen, die nicht in der Lage sind, uns zu verschenken? Und was kann uns helfen und wie können wir uns gegenseitig helfen, wieder zu jemand zu werden, der etwas zu verschenken hat? Kleine Kinder haben ständig nur was zu verschenken. Und im Laufe des Lebens geht das dann verloren und dann lernt man es irgendwann wieder. Dann sagt man, jetzt wird der Alte gütig. Aber man muss nicht warten damit, bis man da 80 ist, sondern das könnte man auch vorher schon entwickeln. Aber da muss man eben versuchen, auch zu verstehen, wie es geht und wie es gehen könnte und wie es vor allen Dingen gekommen ist. Der entscheidende Punkt, also ich habe mir da wirklich sehr viel Gedanken gemacht, um herauszufinden, ob es irgendeinen entscheidenden Schlüssel gibt, der unser Zusammenleben so komisch gemacht hat, dass es uns doch gar nicht gut tut. Und der Schlüssel heißt, den kann ich jetzt relativ gut benennen, der Schlüssel heißt, wir leben auf eine Art und Weise zusammen, wo einer den anderen zum Objekt macht, benutzt für irgendwas, zum Objekt wird man hier überall gemacht und das ist auch schon sehr lange so. Zum Objekt wird man gemacht, indem man zum Beispiel bewertet wird, dann macht man jemanden zum Objekt seiner Bewertung, zum Objekt seiner Erwartungen. Man kann den anderen zum Objekt seiner Belehrungen machen, seiner Maßnahmen, seiner Fördermaßnahmen. Also es ist sozusagen eine Unmenge von Möglichkeiten. Man kann ihn zum Objekt von Belohnungen und Bestrafungen machen. Das sind alles Möglichkeiten, wie man eine andere Person so behandeln kann, dass die nicht mehr Subjekt ist. Also im Grunde genommen, man behandelt einen Menschen, der lebendig ist, als wäre der ein Auto. Und man wird immer dann als Objekt behandelt und man erlebt das auch, dass man als Objekt behandelt wird, wenn man keinen eigenen Gestaltungsraum mehr hat. Wenn es nicht mehr darauf ankommt, dass man was versteht, dass man was gestaltet und dass das sinnvoll ist, sondern wenn man eben sich fügt in das, was der andere von einem erwartet. Wenn ihr euch alle fügt in diesen Mist, den ich hier von hier oben erzähle, dann mache ich euch zum Objekt meiner Belehrung. Wunderbar. So, ich höre aber gleich auf, das ist nur der Input. Ich komme gleich runter und dann geht es hier anders weiter. So, jetzt wollen wir aber... Und jetzt ist es so, dass wenn man erleben muss, dass man zum Objekt, ich brauche diese 2 Minuten noch, aber dann bin ich durch. Wenn man sich jetzt fragt, das ist gar nicht gut, dass wir uns gegenseitig zum Objekt machen, weil wir einander dann ja gar nicht mehr begegnen können. Und es ist auch deshalb nicht gut, wenn wir andere Menschen wie Objekte behandeln, weil in dem Augenblick, wo ein Mensch wie ein Objekt behandelt wird, ich sage es jetzt mal ganz scharf, die schlimmste Inkohärenz ist, die man ihm zufügen kann. Es gibt nichts Furchtbares, als in einer Gemeinschaft mit anderen, wo man als Mensch darauf angewiesen ist,
in solchen Gemeinschaften mit anderen zu leben, aus diesen Gemeinschaften ausgeschlossen zu werden, indem man zum Objekt gemacht wird. Es gibt nichts Schlimmeres, als in einer Gemeinschaft, in der man zeigen möchte, dass man ein wertvolles Mitglied dieser Gemeinschaft ist und dass man was kann und dass man autonom ist und selbstständig denken kann, mitgeteilt bekommt, dass jemand anders zu einem sagt, was man zu tun und zu lassen hat, zum Objekt gemacht wird. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich einen anderen Menschen wie ein Objekt behandle, mache ich ihn oder verletze ich beide Grundbedürfnisse gleichzeitig. Das tiefe Grundbedürfnis nach Verbundenheit und das andere, zweite, genauso wichtige Grundbedürfnis nach Wachstum, nach Autonomie und nach Freiheit. Und das ist eine katastrophale Verletzung, führt im Hirn nebenbei gesagt, das können sogar die Hirnforscher jetzt mit ihren funktionellen Kernspinnenapparaten zeigen, wenn sogar ein erwachsener Mann sowas noch erlebt, führt das dazu, dass im Hirn die gleichen Netzwerke aktiviert werden, die auch dann aktiviert werden, wenn ihm körperliche Schmerzen zugefügt werden. Das heißt, das Hirn benutzt zur Signalisierung einer solchen Beziehungsstörung die gleichen neuronalen Verschaltungsmuster, die es auch benutzt, um eine Beziehungsstörung auf der Ebene des Körpers zu melden und zu verarbeiten. Deshalb ist das auch alles richtig, wenn wir sagen, das tut weh, wenn du mich nicht siehst, wenn du mich hier in dieser Weise behandelst, wenn du mich nicht dazugehören lässt, wenn du mich disst oder mobst oder was immer, das, wie immer das heißt. Wenn du mich mit anderen Worten zum Objekt machst, das tut saumäßig weh und wir sind alle in dieser Gesellschaft zum Objekt gemacht worden, die Jungs genauso wie die Mädchen. Und wir mussten unsere Lösungen finden, die sind nicht so unbegrenzt, man kann ja nicht jetzt, man kann ja den, der das macht als Kind, wenn man als Kind zum Objekt gemacht wird, in der Schule zum Beispiel, zum Objekt von Bewertungen, da kann man ja nicht den, der das macht, korrigieren, sondern da muss ich die Lösung in mir selber finden. Und da gibt es immer nur die zwei Lösungen, die eine heißt, du bist ein Arsch, selber, blöder Lehrer, dann mache ich den zum Objekt meiner Bewertung, dann sind wir quitt, aber wir haben uns auch nichts mehr zu sagen, dann passiert zwischen uns nichts mehr. Und die andere Variante heißt, ja, der hat recht, ich bin zu blöd für Mathe oder für Sport oder nicht liebenswert, mich mag keiner und dann mache ich mich selbst zum Objekt meiner Bewertung. Beides führt dazu, dass Entwicklung zu Ende ist, Salutogenese zu Ende ist, Kohärenzgefühl zu Ende. Und der Rest des Lebens wird nur noch damit verbracht, für diese ständigen Erfahrungen, die man macht, immer bessere Lösungen zu finden, um entweder sich selbst in die Pfanne zu hauen oder die anderen. Und diejenigen, die das am erfolgreichsten und am frühesten schon lernen, das sind meistens die Gymnasiasten auf der Oberschule, die werden dann in die Führungspositionen und in die Verantwortung in politischen Ämtern hineingewählt. Das heißt, die Bedürftigsten, die es am allermeisten danach drängt, irgendwie Bedeutung zu bekommen, weil sie offenbar aus sich selbst heraus keine haben, weil sie zu sehr zum Objekt gemacht worden sind das ganze Leben oder schon von klein an und niemals um ihrer selbst willen geliebt worden sind und niemals das Gefühl hatten, dass sie um ihrer selbst willen bedeutsam genug sind, sondern die immer nur dann sich bedeutsam gefühlt haben und sich als Mensch und als Subjekt erleben konnten, wenn sie sich furchtbar angestrengt haben, die Erwartungen von irgendjemand zu erfüllen und die deshalb ständig mit diesem ungestillten Bedürfnis herumlaufen, endlich dazugehören zu dürfen und auch gesehen zu werden. Diese Bedürftigen sind diejenigen, die diese Gesellschaft auswählt, um sie in die Führungsposition für die Politik und alle anderen Ebenen zu wählen. Und wir lassen uns deshalb im Augenblick von lauter Bedürftigen führen, auf alle Fälle nicht von Liebenden. Soweit. Und jetzt heißt die Frage, warum macht eine Gesellschaft sowas? Warum schafft die ein System, wo die Kinder schon, nebenbei gesagt, die Jungs sehr gerne von ihren Müttern auf so eine Spur gesetzt werden, wo die sich das ganze Leben lang anstrengen, um deren Erwartungen zu erfüllen? Wo überall Erwartungsschilder stehen, wo überall man versuchen muss, so zu sein, wie die anderen das gerne hätten, damit man dazugehören darf und gemocht wird.
und sich weit und irgendwelche Positionen und Bedeutung erlangt. Und die Antwort darauf ist beschissen einfach. Wir Menschen sind so verschieden. Also die erste Teil der Antwort heißt, wir können nur mit anderen gemeinsam. Den Menschen als Einzelwesen gibt es nicht. Wir brauchen immer andere. Das könnt ihr ja daran kurz mal ausprobieren, indem ihr mal im Gedanken alles abzieht, was ihr von anderen gelernt habt. Und da bleibt ja nichts mehr über. Wir könnten noch nicht mal reden alleine. Wir könnten nicht stehen, wir könnten nicht sprechen, gar nichts. Das heißt, wir sind so sehr soziale Wesen, dass wir die soziale Gemeinschaft brauchen, sonst gibt es uns nicht. Und wir sind aber auch so verschieden wie kein einziges Tier auf dieser Erde. Weil wir nicht nur genetisch alle anders sind, sondern wir haben ja jeden Tag mit unserem plastischen Hirn die Möglichkeit, noch was Neues hinzuzulernen. Und jeder lernt in seinem Lebensbereich was anderes, sodass wir also nicht nur von Anfang an schon verschieden sind, sondern im Laufe des Lebens immer noch verschieden werden. Je nachdem, was man so gelernt hat. Und deshalb sind wir eine wunderbare Gemeinschaft von Menschen, die alle zusammen irgendwie einen Weg finden müssen, die aber so verschieden sind, dass es kaum geht. Und dafür braucht es jetzt eine Ordnungsstruktur. Ja, die brauchte es noch nicht, als wir nur ganz wenige waren und als Nomaden umhergezogen sind. Aber sobald wir sesshaft geworden sind und Eigentum angesammelt hatten, brauchten wir eine Ordnungsstruktur. Der Turmbau zu Babel ist das mythische Beschreiben dieses Durcheinanders, was da entsteht, wenn man keine Ordnungsstruktur hat. Und die Ordnungsstruktur, die sich da herausgebildet hat, heißt Hierarchie. So. Hierarchie ist nichts, was im Hirn des Menschen angelegt ist. Sondern das ist eine Ordnungsstruktur, eine Hilfe sozusagen, damit man menschliches Zusammenleben so organisieren kann, dass es einigermaßen funktioniert und die Leute sich nicht ständig die Köpfe einschlagen. Und wenn mal was los ist, man auch gemeinsam irgendwas aufbauen kann oder herrichten kann. Und deshalb, weil das so gut funktioniert hat, hat sich das nicht nur im Militär durchgesetzt, sondern auch in den Familien. Es hat sich auch eine Hierarchie zwischen Mann und Frau entwickelt, die nennen wir heute Patriarchat. Und es hat sich die Hierarchie in die Wirtschaft eingefressen, in die Handelsbeziehungen, in die Städte und Kommunen, in das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben. Und am Ende haben wir eine Gesellschaft gehabt, die in allen Bereichen und zwar weltweit solche hierarchischen Ordnungen als Erfolgsmodell entwickelt hatte. Und hierarchische Ordnungen sind a priori gar nicht anders denkbar, als dass es von oben nach unten geht und da drin immer die Menschen sich zum Objekt machen und die Unteren ständig versuchen müssen oder versuchen, dann nach oben zu kommen, damit sie auch mal was zu sagen haben. Und so ist das die ganze Zeit über die letzten 10.000 Jahre mindestens gelaufen. Jetzt kann man noch ein bisschen darüber reden, dass sich die Männer besonders in diesen Hierarchien Plätze gesucht haben. Ist auch von der Biologie her logisch, die sind körperlich ein bisschen stärker. Wenn es um Krieg ging und sowas, kann es sein, dass die sich eher geeignet haben, um solche Haufen zu bilden, die hierarchisch geordnet werden mussten. Männer sind auch aufgrund ihrer Konstitution, das hat ja unser lieber Moderator vorhin gar nicht erwähnt, ich habe ja noch ein Buch geschrieben, was ich für viel wichtiger halte, das heißt Männer, das schwache Geschlecht und sein Gehirn. Männer sind auch dieses konstitutionell schwächere Geschlecht. Hängt damit zusammen, dass wir nur ein X-Chromosom haben und auf dem X-Chromosom steht sehr viel drauf. Die Frauen haben davon zwei in all ihren Körperzellen und wenn auf dem einen X-Chromosom was nicht klappt, können die das andere vom anderen X-Chromosom nehmen und wir Männer eben nicht. Und deshalb sind Jungs prinzipiell konstitutionell durchschnittlich schwächer als die Frauen, kommen schwächer zur Welt, sterben schneller ab, wenn es vorgeburtlich problematisch wird oder um die Geburt herum oder nach der Geburt, sind empfindlicher und brauchen mehr Halt und streben deshalb viel stärker als die Mädchen nach Halt. Mädchen können sich auf die Welt in ihrer Buntheit und Vielfalt einlassen. Männer müssen ständig, kleine Jungs müssen ständig gucken, wo was ist, wo man sich festhalten kann. Und deshalb haben die so eine wahnsinnige Affinität nach all so großen Dingern, die Kraft ausstrahlen, Panzer und solche Gewehre und Bagger und Saurier und was ist sich da alles so, da können die Eltern sich 100-mal Mühe geben, dem Jungen das auszureden und der soll er lieber mit Puppen spielen. Der sucht was, woran er sich festhalten kann, was stark ist. Und das zieht ihn magisch an, nicht weil er das so mag, sondern weil es ihm Halt gibt in der Welt. Und dann suchen die Jungs natürlich auch zwangsläufig später nach Halt. Erstens gucken sie dann auch viel stärker schon als Baby im Raum herum.
Und dadurch wird dann auch dieses räumliche Orientierungsvermögen viel besser geschult im Durchschnitt. Und dann können Sie manchmal auch rückwärts besser einparken im Durchschnitt später. Und vor allen Dingen suchen Sie aber nach Halt bei Personen. Sie suchen nach Halt, Sie wollen sozusagen Halt finden, indem Sie sich furchtbar anstrengen, eine wichtige Position in der Gesellschaft einzunehmen. Und deshalb wollen die alle aufsteigen und neigen dazu, hierarchische Strukturen auszubilden, damit sie mehr zu sagen haben als die anderen. Dann haben sie mehr Bedeutung, dann haben sie mehr Halt. Und wenn man oben sitzt, hat man ganz besonders viel Halt. Und jetzt kommt das Schlimme dazu, weltweit suchen sich Frauen bei der Partnerwahl, das hat man in großen internationalen Studien herausgefunden, weltweit suchen sich Frauen bei der Partnerwahl besonders gerne welche aus, die das Kriterium wir Männer haben Attractiveness des Partners als besonders wichtiges Merkmal. Das führt dazu, dass wir uns immer die Schönsten aussuchen. Deshalb sind die Frauen immer schöner geworden. Und ja, wir reden ja hier über 100.000 Jahre und viele Generationen. Und wenn da immer Männer das sozusagen mit dem Blick rangehen, dass sie die Schönsten haben wollen, dann werden die Frauen zwangsläufig immer schöner und werden dann auch sozusagen, kriegen dann auch eine von der betreffenden Kultur geprägte Erscheinungsform. Ja, und weil die Frauen dann diese Gene aber auch an die Männer weitergeben, werden die Männer dann auch wieder immer schöner. Aber das ist das, unser Beitrag zur Weltentwicklung. Und der Beitrag der Frauen heißt, die suchen sich immer diejenigen, die sozial besonders erfolgreich sind. Also Success, Social Success oder wie die das nennen. Und deshalb wählen Frauen schon seit Menschengedenken immer welche aus, die es besonders weit gebracht haben. Und damit zwingen sie Männer, es möglichst weit zu bringen, sich also dauernd anzustrengen und vorwärts zu kommen, damit sie bei den Frauen eine Chance haben. Und wenn man weiß, dass ein einziges Ejakulat eines Mannes ausreicht, um die gesamte nordamerikanische weibliche Bevölkerung zweimal zu befruchten, dann ahnt man, dass es da also um dieses begehrte Gut soziale Anerkennung eine ziemliche Konkurrenz gibt und dass nicht alle König werden können. Und das hat die Männer dazu gezwungen, diese hierarchischen Ordnungen besonders stark zu bedienen mit Konkurrenz. Sie sind sicherlich auch von den Männern in hohem Maße stärker entwickelt worden als von den Frauen, aber sie haben sich überall hin ausgebreitet. Das Merkmal aller hierarchischen Ordnungen ist eben, dass zwangsläufig da Menschen sich gegenseitig zu Objekten machen. Und es gibt einen sonderbaren Nebeneffekt, und da will ich jetzt hin. Dieser sonderbare Nebeneffekt ist, dadurch, dass sich Menschen dann immer auf den unteren Stufen mit diesen Aufstiegsbestrebungen so anstrengen, auch wieder meistens Männer, leisten die ja was. Und die machen Entdeckungen und Erfindungen und sammeln Wissen und machen, also die tragen dann einfach zwangsläufig dazu bei, dass immer mehr Komplexität, immer mehr Wissen in die Gesellschaft und auch Technologie in die Gesellschaft hineingetragen wird. Und dadurch hat sich die Gesellschaft in den letzten 100.000 Jahren mit einer exponentiellen Geschwindigkeit in einer Weise entwickelt, dass sie immer komplexer geworden ist. Heute ist es globalisiert, digitalisiert, total vernetzt und alles ist voneinander abhängig. Und jetzt sind wir das erste Mal in der Weltgeschichte an einem Punkt angekommen, wo sich das Zusammenleben der Menschen in dieser zu fluide gewordenen Welt mit Hilfe von hierarchischen Ordnungen nicht mehr lenken lässt. Das heißt, die Hierarchie hat etwas hervorgebracht, nämlich Komplexität, dem sie jetzt selbst nicht mehr gewachsen ist. Und das ist die Sternstunde dafür, dass Menschen jetzt anfangen können, Liebende zu werden. Nebenbei nicht nur die Männer. So, weil jetzt könnte man aus dieser Nummer raus. Und jetzt gucken wir, weil wenn wir die Hierarchie nicht mehr hätten, bräuchten wir uns nicht mehr gegenseitig zu Objekten zu machen. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen rumgucken, in den letzten 100 Jahren sehen wir, wir sind mittendrin. Wir reden hier nicht über Zukunftsmusik, sondern in Familien gibt es kaum noch diese alten hierarchischen Sippenstrukturen. In den Dörfern und Kommunen auch schon nicht mehr. Sogar in der Kirche fangen sie an, das abzubauen. Die hierarchische Ordnung zwischen Männern und Frauen, die da mal als Patriarchat so weit auseinandergeklafft hat, ist deutlich zusammengeschrumpelt. Und inzwischen besonders schön zu sehen in der Wirtschaft,
die suchen flache Hierarchien, die versuchen, die alten Hierarchien loszuwerden. Mit hierarchischen Ordnungsstrukturen bringt man die Menschen nicht in die Situation, wo die selbst was gestalten, sondern die führen dann ja immer nur das aus, was von ihnen verlangt wird. Und das braucht man nicht mehr. Man braucht nicht Leute, die irgendwas ausführen, was man denen sagt. Das können in Zukunft Roboter dann viel besser als Ausführer. Sondern man braucht Leute, die mitdenken, die sich einbringen, die Freude an dem haben, was sie tun. Und auf einmal entsteht was völlig Neues, was sozusagen in Zukunft unser Arbeitsleben und das Tätigsein bestimmen wird, nämlich dass wir nicht mehr in hierarchischen Ordnungsstrukturen arbeiten, sondern dass wir in Strukturen arbeiten, wie man sie jetzt schon in manchen Unternehmen sieht und die sich jetzt, weil die so erfolgreich sind, auch immer weiter ausbreiten. Die stille Revolution, von der ist so ein Film, den man sich jetzt mal, wenn ihr da mal Gelegenheit habt, anschauen kann, wo gezeigt wird, was ein Vorzeigeunternehmen, das ist eine Hotelkette, Upstalsboom, unter der Führung von Bodo Jansen, wie die sich von einer ursprünglich hierarchischen Ordnung in eine völlig andere Ordnungsstruktur entwickelt hat. Und am Ende wird das so sein, dass die Arbeitnehmer, die heißen dann aber nicht mehr Arbeitnehmer, sondern das sind dann Beteiligte des Unternehmens, die bestimmen dann auch selber, wie viel Geld die verdienen, was für Aufträge die annehmen und was die mit den Überschüssen machen. Das ist die Welt von morgen und da gibt es diese hierarchischen Ordnungsstrukturen nicht mehr und dann können Menschen sich wieder als Subjekte erleben, können dieses Kohärenzgefühl entwickeln, weil sie dann verstehen, was los ist, weil sie es gestalten können und weil ihnen das Ganze sinnhaft erscheint. Und da hinzukommen, ist die große Kunst. Und jetzt komme ich einfach mal runter und versuche mal mit euch gemeinsam herauszuarbeiten und ein bisschen uns dem zu nähern, auch indem ich euch bitte, mit mir in einen Dialog zu kommen über diese Thematik, wollen wir mal versuchen, ob zu prüfen, was da dran ist. Ob das, jetzt habe ich ja nur einen Entwurf gemacht. Ich habe gesagt, man kann sein Potenzial als Mensch nur entfalten, wenn man ein Liebender wird. Wenn man ein Bedürftiger wird, geht es nicht. Dann kann man nur ein Spezialist werden für irgendwas. Wenn man sein Potenzial entfalten will, müsste man ein Liebender sein. Und damit man ein Liebender werden kann, müsste man in eine Welt hineinwachsen, in der es keine hierarchischen Strukturen mehr gibt. So, und da gibt es jetzt eine ganze Menge Fragen. Wir haben hier hinten jemanden mit dem Mikro und ich gehe jetzt einfach mal so durch und wir nutzen die Zeit, bis der nächste Redner dann doch wieder gekommen ist. Und wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. So, hier hätten wir einen ersten Input. Ja, vielen Dank für den Input. Hört sich alles sehr logisch an. Nur bedenke ich einfach, Sie haben eine Idee gehabt für die westliche Gesellschaft. Die Welt besteht aber aus überwiegend Menschen, die nicht in unserem System leben. Das, ich glaube, 80-90% leben in alten hierarchischen Strukturen. In Deutschland selbst haben wir ein Neuntel bis ein Achtel der Bevölkerung, die aus solchen hierarchischen Strukturen kommen, auch genauso denken. Das heißt, die passen gar nicht rein. Und wie wollen Sie das zusammenbringen? Also wenn ich nach Afrika gehe, nach Asien, habe ich starke hierarchische Strukturen. Die sind also noch Jahre, Jahrzehnte von dem entfernt, was Sie gerade skizziert haben. Und in Deutschland haben wir das auch. Also ich brauche nur an die Zuwanderer denken, die Probleme machen. Ich glaube, der Entwurf funktioniert so schnell nicht. Also haben alle verstanden? Das ist ja, das ist natürlich auf den ersten Blick ist total logisch. Wir reden hier aber über einen Prozess, der sozusagen, nachdem es 10.000 Jahre so gewesen ist, können wir nicht erwarten, dass in 2 Jahren alles umkippt. Wir sind in einem Prozess. So, und in solchen Prozessen geht es nicht darum, dass alle mitkommen, sondern dass es welche gibt, die das modellhaft vorneweg entwickeln. Wenn es uns hier in Europa gelingen würde, unser Zusammenleben so zu gestalten, dass wir keine Kriege mehr brauchen, dass wir uns nicht mehr vor anderen schützen müssen, sondern dass wir uns gegenseitig so einladen, ermutigen und inspirieren, dass wir unser eigenes Zusammenleben so gestalten, dass diese ganzen Reibungsverluste weg sind, die uns im Augenblick das ganze Geld kosten. Wenn wir hier in Europa eine Gesellschaft entwickeln, die nicht mehr aus lauter Bedürftigen besteht, die auf jedes Angebot hereinfallen und sich verführen lassen, wenn wir in Europa eine Gesellschaft würden, wo tatsächlich die Subjekthaftigkeit entdeckt wird, dann wären wir das Entwicklungsmodell für den Rest der Welt. Das sind wir leider nicht. Das, was wir im Augenblick erleben, ist, dass der Rest der Welt einem Modell hinterherjagt, was wir ihnen vorgemacht haben.
Und deshalb heißt der Aufruf nicht, wir müssen den Rest der Welt retten, sondern wir müssen endlich selber auf die Idee kommen, wie wir das anders machen und es ihnen auch anders zeigen. Ich bin sicher, die Chinesen wären froh, wenn die mal nach Deutschland kämen und könnten sehen, wie es hier völlig anders läuft als bei ihnen. Und wie es viel reibungsloser geht, viel ressourcenschonender, viel liebevoller, wie die Menschen viel besser miteinander umgehen können. Wir können uns das nicht vorstellen, weil wir nicht aus diesen hierarchischen Ordnungsdenkenstrukturen raus können. Wir glauben ja immer, dass wenn jetzt ein Land aufhört, so weiterzumachen wie bisher, dass es dann von den anderen okkupiert wird. Das ist mir doch im Grunde genommen, kann ich doch gar sagen, es ist mir doch total wurscht, egal, selbst wenn die Chinesen jetzt das ganze Wasser in Deutschland aufkaufen, weil sie so viel Geld haben oder weil sie die ganzen Technologien aufkaufen, sollen sie es doch. Berührt mich doch gar nicht. Ich kann doch mein Zusammenleben mit anderen völlig unabhängig davon machen, dass die da sich alles aneignen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn ich nicht darauf länger angewiesen bin, meine Besitzstände zu wahren, sondern wenn ich mich darüber freuen kann, wie sich die Welt verändert und wie ich mich mit der Welt mitverändere, da kann es mir doch nur recht sein, wenn sich schon wieder was verändert. Das ist ja das Weltbild von Besitzstand wahren, wo man immer sagt, wir müssen aufpassen, dass uns nichts geklaut wird. Warum denn? Interessanter wird es doch, wenn wir sagen, wir müssten uns gegenseitig helfen, dass wir es besser verschenken können, damit wir endlich mal rauskommen aus der Nummer. Das habe ich ja noch nicht gesagt. Diese ganzen hierarchischen Ordnungsstrukturen haben eine einzige Grundeigenschaft, die versuchen, sich selber stabil zu halten. Das heißt, solange man in solchen hierarchischen Ordnungen lebt, unterwirft man sich den Stabilitätsgesetzen dieser hierarchischen Ordnung mit dem Ergebnis, dass man sich selber auch nicht mehr weiterentwickelt. Ja, und wir Menschen sind diejenige Spezies, die diesen Planeten ständig, also ihr eigenes Lebensfeld und ihre Umwelt, ständig so sehr verändert wie keine andere Spezies. Das heißt, es geht hier gar nicht für uns um die Frage, wie wir überleben, sondern es geht darum, dass wir nur überleben können, indem wir uns ständig verändern. Merken Sie was? Das nützt nichts, irgendwas festhalten zu wollen. Sondern wir können auf dieser Welt nur überleben, indem wir, wenn das Leben wie ein Fluss ist, in diesen Fluss hineingehen und bereitwillig mitschwimmen. Und vielleicht am besten mit der Strömung, und zwar vorneweg, dann kann man am besten steuern. Und nicht, was wir im Augenblick machen, wir gehen in den Fluss und versuchen auf der Stelle zu bleiben und müssen ständig gegen die Strömung anschwimmen. So würde ich das betrachten. Und mir geht es darum, dass wir durchaus die Chance hätten, die neuen Modelle hier zu entwickeln, weil dort, wo noch Not und Elend herrscht, wird man die neuen Formen des Zusammenlebens nicht entwickeln können. Dort setzt sich immer die Hierarchie durch. So, jetzt noch. Erstmal gut so. Also ich will Sie nicht totschwatzen und ich will aber auch nicht zulassen, dass ich wie ein Träumer dastehe, dem man da unterstellen kann, das sind ja sozusagen irgendwelche Traumgespinste. Nein, es wird keine andere Lösung geben als diese, wenn wir auf diesem Planeten überleben wollen. Das ist undenkbar, dass wir weiter so machen wie bisher, wo die Menschen eigentlich alle in einem Boot sitzen und im Augenblick jeder in eine andere Richtung rudert. Das erzeugt zu hohe Reibungsverluste, ist energietechnisch nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik dazu verdammt, zu verdampfen. Ähnlich, als ob ich mit meinem Hirn... Ja. Jetzt wird es interessant. Ähnlich, als ob ich mit meinem Hirn ständig in einer irrsinnigen Inkohärenz unterwegs bin. Da kann ich auch nur mich selber auflösen. Über kurz und lang, meistens in der Klapsmühle. So, jetzt muss mir einer helfen mit der Ordnung. Hallo, hier, ich habe gerade ein Mikrofon. Ich könnte jetzt was sagen. Die spannende Frage ist doch, wenn Menschen in Objektbeziehungen, nehmen wir das Beispiel Schule, groß werden und die Alternative nur sein kann, liebender zu werden, wie befähige ich Menschen, dass sie Liebende werden? Das kann ein erster Entschluss sein, den jemand treffen kann. Ich will jetzt Liebender werden, aber damit ist das ja noch nicht automatisch. Das heißt, ich muss jemanden dazu befähigen, begleiten dabei. Wie kann das Ihres Erachtens gehen? Ja, deshalb haben wir diese Initiative mal gegründet, Männer für Morgen, weil wir gesagt haben, man kann kein starker, liebender Mann werden, wenn man nicht einen anderen Mann kennt, der einem dabei hilft und der einen dabei begleitet. Von allein wird man das nicht.
Und deshalb ist es natürlich eine Katastrophe, wenn wir unsere Kinder in ein Schulsystem schaffen, was aus dem letzten Jahrhundert stammt und das immer noch dazu da ist, dass junge Menschen daran gewöhnt werden und sich damit abfinden, in hierarchischen Ordnungsstrukturen ihren Dienst zu tun. Das geht nicht mehr. So. Das heißt ja, dass wir in unserer Schule ein System haben zur Rekrutierung von Menschen, die sich bereitwillig als Objekte später zur Verfügung stellen. Für die Wirtschaft, für alle möglichen anderen Interessen. Das ist unmännlich, bis zum Umfallen. Ich kann das nicht ordnen. Wo ist denn unser Moderator? Kann denn irgendjemand mal dieses... dass er diese Mikros verteilt, weil da melden sich so viele und ich bringe jetzt hier alles durcheinander, weil ich immer nur den ersten nehme. Aber Sie kommen jetzt als nächster dran. Okay, also jetzt nehm, passt das gleich dazu jetzt. Bitte, los. Ja. Ich bin ein starker Freund von der Ausgangsthese vom starken Ich zum starken Wir. Wir müssen viel tiefer anfangen. Es ist, denke ich mal, für uns immer sehr einfach zu sagen, die da drüben, die da draußen, die Amerikaner sind schuld, die Entwicklungsländer, die Flüchtlinge etc. Aber wir müssen ganz, und da kenne ich halt einige Publikationen von Ihnen auch, und da stehe ich voll dahinter, dass wir im Grunde schon in der Grundschule bzw. im Kindergarten anfangen müssten, die Kinder sozusagen auf einen neuen Weg zu bringen. Die Erziehung muss vollkommen geändert werden. Das heißt, Erziehung der Erzieher, ja. Wenn ich unser Bildungssystem angucke, dann kann das nichts werden. Und da muss viel mehr Geld reingesteckt werden. Ja? Das Geld, was zu viel in Militär. Was? Ich habe keine Frage. Ich möchte nur andeuten, wo der Weg hingehen muss. Ja, aber ich jetzt mal ganz unter uns, das wird nichts davon, dass wir es fordern. Nee. Wir brauchen. Wir brauchen da einen anderen Ansatz. Das geht nicht, dass man von anderen verlangt, wie sie es machen sollen, sondern du kannst jetzt losgehen und kannst gucken, wo du Jungs um dich herum versammelst und denen zeigst, was es bedeutet, ein liebender Mann zu sein. Ja klar, aber natürlich. Ja. Was ich damit meine, ist, ich bin auch Pädagoge von Hause aus. Ich lebe es zu Hause vor mit meinen Kindern, in der Beziehung zu meiner Partnerin, und ich mache das auch in meiner Arbeit. Ich arbeite zum Beispiel mit psychisch Kranken, mit Suchtabhängigen, und da lebe ich es vor, jeden Tag, jede Stunde. Ja, so geht es weiter. Genau, wenn wir das alle machen, sieht das schon ganz anders. Das ist ja der Sinn dieser Übung. Genau. Ich bin ja nicht hierher gekommen, um euch zu sagen, wie man was machen soll, sondern um euch einzuladen, euch Mut zu machen, es auszuprobieren. Das könnt ihr hier miteinander machen. Es gibt so viele Menschen, die Männer auch, die froh sind, wenn sie mal jemandem was verschenken können. Und es gibt auch viele, die ein tiefes inneres Bedürfnis danach haben, dass sie mal so, wie sie sind, in ihrer Einzigartigkeit gesehen werden. Das ist der Ort, wo man sich das gegenseitig mal schenken kann hier. Und was dann am Ende passiert, ist, dass gestärkte Menschen aus diesem Saal hervorgehen oder aus diesem Wochenende. Und die wiederum gehören dann stärker auf die Seite eines Liebenden. Die haben diese Haltung eines Liebenden und die können was verschenken. Und das verändert die Welt. Versteht ihr? Ich will raus aus diesem Denken, wo es um Maßnahmen geht. Es geht um eine andere innere Haltung. Und die muss man aber... Die muss man nicht kognitiv entwickeln, sondern die muss man verstanden haben. Die muss einen durchströmen. Und dann sagen die Leute auch, das muss einem bewusst werden. Und ich mag das Wort Bewusstwerdung nicht so richtig, weil es zu kognitiv ist. Es müsste einem so unter die Haut gehen, dass es einem den Arsch wegzieht. So, die nächste. Gerald, also unter die Haut geht es ja, wenn man es persönlich erleben kann. Und ich weiß, dass du auch in Kontakt bist mit intentionalen Gemeinschaften. Das heißt, es gibt ja schon konkrete Utopien, wo Menschen gemeinschaftlich zusammenleben. Also all das versuchen umzusetzen, was du beschrieben hast.
Wärst du bereit zu beschreiben, was du dort erlebst, um das nochmal spürbarer zu machen oder darauf hinzuweisen, dass es solche Gemeinschaften, Lebensgemeinschaften und so weiter gibt, die das im Grunde leben, wovon du sprichst? Ja, der Hintergrund ist, ich habe ja dann, als ich da in der Psychiatrie als Forscher aufgehört habe und mich stärker dem zugewendet habe, diese Dinge in der Öffentlichkeit zu verbreiten, habe ich dann eben gemerkt, was ich euch heute versucht habe darzustellen, dass es im Grunde genommen um die Art und Weise geht, wie Menschen miteinander umgehen. Es bräuchte keiner in der Psychiatrie anzukommen, wenn wir anders miteinander umgehen. Das würde auch einen Haufen Geld sparen. Und das hat dann nicht nur dazu geführt, dass ich diese Bücher schreibe, sondern ich habe dann eine Akademie gegründet, eine Genossenschaft, heißt Akademie für Potenzialentfaltung. Und da geht es dezidiert um nichts anderes als um die Frage, wie kann man eine Gruppe von Menschen so begleiten, dass die zu so einer Gemeinschaft werden, also zu so einer Potenzialentfaltungsgemeinschaft. Und die interessantesten Gruppen, die man da begleiten kann, sind natürlich diejenigen, die sich schon auf den Weg gemacht haben und solche Formen des Zusammenlebens in Gemeinschaften suchen, diese sogenannten Lebensgemeinschaften, alternative Lebensgemeinschaften. Die sind nicht alle das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Das sind welche dabei, die sind furchtbar ideologisch, und da gibt es welche, die sind verbohrt und manche, also das ist alles, das ganze Spektrum, was man auch sonst in Gemeinschaft findet, man auch bei denen. Was sich aber in der ganzen Arbeit jetzt in den letzten Jahren für mich abgezeichnet hat, ist, dass es offenbar etwas gibt, was Menschen aus diesen Subjekt, aus diesen Objektkulturen, wenn man so ein Team hat zum Beispiel, und einer macht den anderen zum Objekt seiner Klugscheißerei oder was es noch alles so gibt, das hört alles auf, wenn man dieser Gemeinschaft helfen kann, ein gemeinsames Anliegen zu entwickeln. Sodass ich inzwischen so weit bin und sage, das Eigentliche, was uns allen abgeht, auch in der gesamten westlichen Welt, in Europa, in Deutschland, in Sportvereinen und in Schulen sowieso, ist ein gemeinsames Anliegen. Wir wissen überhaupt nicht, wozu wir überhaupt eine Gemeinschaft sind. Wozu, wenn man das nicht weiß, warum man sich gemeinsam auf den Weg macht, dann ist es klar, dass jeder seine eigenen Interessen verfolgt und die anderen benutzt, um seine Interessen durchzusetzen. So, und deshalb bin ich froh über solche Veranstaltungen, wo wenigstens mal Leute kommen, die sozusagen lauter verschiedenartige Männer, die sich aber darüber unterhalten können, was denn unser gemeinsames Anliegen als Mann in dieser heutigen Welt sein könne. Und deshalb habe ich diesen Vortragstitel hier so komisch ausgesucht, 1000 Mal probiert und 1000 Mal ist nichts passiert. Wie könnte es uns endlich gelingen, Liebende zu werden? Das kann ein gemeinsames Anliegen sein. Dass wir uns als Männer gegenseitig einladen, ermutigen und inspirieren, so einer zu werden, der ein Liebender ist. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann, ich habe es auch nicht gewusst, aber es ist schon verrückt, dass seit 2000 Jahren, ich bin überhaupt nicht in der Kirche und ich habe mit Christentum nun auch nicht so sonderlich viel am Hut, außer dass ich hier unter diesen Bedingungen halt sozialisiert worden bin. Aber was, das ist dann Wahnsinn, dass die vor 2000 Jahren in der Person von Jesus Christus einen Mann beschrieben haben, der ein Liebender ist, der das alles genauso macht, wie die Zukunft der Männer aussehen könnte. Und wir kriegen es nicht hin. Und die Antwort, warum haben wir es nicht hingekriegt, heißt, damals waren die hierarchischen Ordnungsstrukturen noch zu stark. Die haben sich noch zu sehr bewährt. Jetzt sind wir in der Welt angekommen, wo die hierarchischen Ordnungsstrukturen an sich selbst verrecken. Und jetzt könnte tatsächlich mit so einer liebenden Haltung endlich mal was werden. Entschuldigung. Also nehmen wir an, jemand, hattest du dir die Sprache verschlagen? Ja, ja, genau. Leider schon heute den ganzen Tag. Ich hoffe, das geht, ist so zu verstehen. Also nehmen wir an, ich habe mir jetzt das Ziel gesteckt, liebender zu werden. Und ich glaube, der Ansatz ist der richtige. Man kann im Grunde genommen immer nur an sich selber arbeiten. Sonst macht man ja andere wieder zum Objekt oder man bietet ihnen an, Begleitung zu sein. Nehmen wir an, ich habe jetzt entschieden, selber zum Liebenden zu werden. Jetzt haben wir heute gelernt und jeder, der sich auf den Weg gemacht hat, wird das bestätigen können, dann werden diese schwarzen Wölfe erscheinen, das heißt die Grundsätze, die gedanklichen Begrenzungen, die von Eltern und der Gesellschaft übernommenen
Begrenzungen und werden erstmal zuschlagen. Was sind Ihre Erfahrungen als Gehirnforscher? Wie kann man als jemand, der seine Glaubenssätze, also sein ganzes System quasi von diesen schwarzen Wölfen befreien will, in die Richtung liebender zu werden oder was auch immer, wie kann man da äußerst, ich sag mal, effektiv oder gut vorgehen? Entschuldigung. Sollte jetzt nicht anstehen. Das, was ich gelernt habe, ist, dass man natürlich bei sich selber anfangen muss. Das geht nicht anders. Aber dass man es nicht hinkriegt, allein aufrecht zu stehen, wenn von allen Seiten geblasen wird. Und deshalb ermutige ich einfach Menschen, dass die sich gemeinsam auf den Weg machen, sich gegenseitig aufzurichten. Weil dann stehen die sozusagen, wenn 5 Männer stehen, stehen die anders als einer allein im Wind. Und dann, und damit aber 5 aufstehen, und ich nenne das immer, und sich endlich als Menschen emanzipieren, damit 5 aufstehen und sich als Menschen emanzipieren und aus diesen Rollen herausgehen, die sie bisher so tapfer zu lernen gespielt haben, diesen Objektrollen, müssten diese 5 in der Lage sein, einander zu vertrauen. Das heißt, das Entscheidende wäre nicht, dass die sich auf den Weg machen, sondern dass die erstmal gucken, dass sie so eine Art von Nähe entwickeln, dass die sich in die Augen schauen können und dass die wissen, hey, wir verstehen uns auch ohne, dass wir sagen, was wir wollen. So, und dann hast du so ein Team, was hochempathisch miteinander verknüpft ist, wo es nicht mehr darum geht, dass einer sich auf Kosten von anderen irgendwelche Vorteile verschafft. Und erst in solchen Gemeinschaften findet das statt, was man Co-Kreativität nennt. Dann findet nämlich etwas ganz Wahnsinniges statt, dass mein ganzes Wissen, was ich habe und meine Erfahrungen dann plötzlich mit deinen und deinen zusammenfließen. Und das ist dann 3-mal so viel. Und das in einen Austauschprozess gebracht, bedeutet, da kommt auch 3-mal so viel raus, auch an Kreativität. Und das ist das, was wir lernen müssen, wenn wir auf diesem Planeten überleben wollen. Wenn wir weiter so machen wie bisher, bleiben wir stehen. Ich sage es nochmal, es könnte sein, dass wir, wenn der Prozess endlich in Gang kommt, dass wir feststellen, dass wir seit 10.000 Jahren uns als Menschen nicht mehr weiterentwickelt haben. Dass wir nur Technologien entwickelt haben und Strategien, um uns voreinander zu schützen. Aber dass wir uns als Menschen nicht weiterentwickelt haben, sondern stehen geblieben, auf dem Mondzimmer geflogen, aber noch genauso blöd wie vor 10.000 Jahren. Anschließend, ich habe so Wiedererkennung, ich weiß nicht, Sie kennen sicherlich von Herrn Professor Holzkamp die subjektwissenschaftliche Aufarbeitung zum Lernen. Das habe ich vor 20 Jahren studiert und der hat mich gezwungen, ihn zu duzen und Klaus zu nennen und hat sich geweigert, meine Diplomarbeit zu bewerten und hat durch dieses Verhalten mich wirklich auf Augenhöhe gezwungen. Ich habe dann einfach nicht gewusst, ich habe dann mein Diplom gemacht als Psychologe und wusste nicht, ja, wie soll ich jetzt weitergehen? Ich war einfach ratlos, hatte begriffen, dass die Schulen, so wie sie es beschreiben, das hat er in seinem großen Buch lange, lange seziert und auseinandergepflückt, genauso wie sie es beschreiben, die Schule ist ein Lernverhinderungsort. Und für mich war immer die Frage, ja, wo geht es jetzt weiter mit der Gesellschaft? Und ich bin so froh, dass es jetzt solche Foren wie hier gibt, weil ich glaube, an der Schule anzusetzen, ist wahrscheinlich der letzte Punkt, wo wir hinkommen können. Aber erstmal hier, sag ich mal, in so einen Orten funktioniert das. Und ich bin froh, da will ich John und den ganzen Männern, die das hier angestemmt haben, ganz herzlich danken, dass wir hier zusammenkommen und Ihnen danken, dass Sie uns die Ehre geben, herzukommen, trotz wahrscheinlich, dass Sie nicht viel Zeit haben. Jetzt würde ich ganz frech Sie fragen wollen, also ich will das nicht hier kritisieren, das steht mir nicht zu, weil ich das erste Mal da bin, aber meine Frage an Sie ist jetzt, ist dieses Format, dass wir hier Speaker haben und Zuhörende sind und sie versuchen, das ja bewusst ein bisschen aufzubrechen, ist das dienlich? Wäre es nicht viel sinnvoller als Entwicklung, um zu sagen, okay, nächstes Jahr gibt es wieder ein Mannsein-Treffen, aber wäre es nicht sinnvoll, eine andere Art der Begegnung zu haben, nicht, dass eben vorne Leute stehen und wir zuhören?
Ja, klar. Also das, natürlich ist das sinnvoll. Ich versuche da auch ständig, das aufzubrechen und andere Formen zu finden. Und das ist hier auch so ein trauriger Versuch, so gut es innerhalb dieses gewohnten Umfeldes und der dafür gebauten Räume geht, das so aufzulockern, dass hier jeder das Gefühl hat, dass er sich an diesem Prozess beteiligen kann. Es geht aber nicht so ohne weiteres. Ist nicht so einfach. Aber schon wenn wir merken, dass wir uns da Mühe geben, ist es doch schon okay. Das ist ja, das habe ich auch, das sehe ich auch bei diesen Gruppen, mit denen wir arbeiten, wenn die ein Anliegen, wenn die erstmal bereit sind, darüber nachzudenken, ob sie ein gemeinsames Anliegen verfolgen wollen, ist schon alles passiert. Und deshalb glaube ich eben auch, dass man niemals alle mitnehmen kann. Man kann immer nur diejenigen mitnehmen, die sich einladen lassen. Und manche lassen sich nicht einladen, dann darf man gerne noch sagen, vielleicht bin ich nicht der richtige Einlader. Vielleicht will ich sie auch nicht richtig einladen. Vielleicht kann ich auch gar nicht ermutigen und inspirieren will ich vielleicht auch nicht. Aber dann würde man immer eher sagen, wenn jemand nicht mitkommt, würde man sagen, okay, dann bin ich nicht der Richtige dafür, jemand anders kann es vielleicht besser. Aber auf alle Fälle geht es. Was mir nicht so gefällt, ist, dass wenn du erzählst, wie dich da dein Vorgesetzter oder Professor, wie der dich gezwungen hat, dass du zu ihm sagst. Gezwungen war ironisch. Ach so, okay, weil er muss dich ja eingeladen haben und er muss ja die neue, andere Art des Umgangs miteinander geübt haben. Ich habe das übrigens mit einem chinesischen Gastwissenschaftler in Göttingen auch gemacht, der war in ein Team integriert, der war so glücklich und der ist anschließend nach Amerika gegangen in ein amerikanisches Institut und todunglücklich geworden, weil er das dort nicht mehr leben konnte. Dort war der wieder nur Schütze-Arsch im letzten Glied und dazu noch Chinese und keine richtige Ahnung. Das heißt, man muss auch vorsichtig sein, jemanden so zu befreien, wenn der anschließend wieder in die ungünstigen Verhältnisse zurück muss. Und das war der Grund, weshalb ich sagte, lieber immer mehrere. Wenn das 5 gewesen wären, hätte der es in Amerika geschafft. Aber alleine in diesem Sturm und Umfeld geht es nicht. Danke. Lieber Gerald, ich habe jetzt hier ein Mikro, deswegen spreche ich dich jetzt so direkt an. Ich habe weniger eine Frage, ich möchte einfach was teilen. Teilen möchte ich, ich selber bin Diplompädagoge, ich arbeite mit Grundschulkindern, ich arbeite mit Jungs und meine Erfahrung, die ich gemacht habe, also ich rede jetzt aus dem Emotionalen, nicht aus dem Wissen, ist, dass sie sehr hungrig sind, hungrig ihre Gefühle zu zeigen. Und wenn ich mit denen anfange zu arbeiten, frage ich sie immer, ob sie schon mal richtig Angst hatten. Sie hatten alle noch nie Angst. Und ob sie schon mal geweint haben, ja, sie haben geweint, aber es ist eigentlich nicht okay zu weinen. Und wütend sein ist sowieso total verboten. Und deswegen fangen wir immer an, erstmal richtig wütend zu sein. Und in den Modulen, die ich mit ihnen arbeite, gehen wir durch alle Gefühle durch. Wir teilen unsere Gefühle. Und ich bin so erstaunt, ich habe dich jetzt noch nie live gesehen, ich weiß aber, dass du bei der Baden-Württemberg-Stiftung irgendwie auch Schirmherr bist und von denen haben wir das Geld bekommen, dass wir diese Projekte machen dürfen. Und was ich immer feststelle und was ich jetzt ihr gehört habe und ich bin einfach super dankbar, ist, dass das Thema Selbstfürsorge, Selbstliebe, Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein einfach Themen sind, die uns alle irgendwie beschäftigen sollten. Und was ich auch höre ist, das war so die Frage, wie machen wir denn das? Wie sollen wir denn diese Veränderungen in die Welt bringen? Und ich denke, jeder von euch kann das tun. Ihr alle führt euer Leben. Ihr seid diejenigen, die euer Leben bestimmen. Ihr seid die kreativen Menschen, die euer Leben gestalten. Und ich habe gehört, Gemeinschaft, ich selber bin halt auch in Männergruppen unterwegs. Ich bin auch noch Vorstand von einem gemeinnützigen Verein. Hier sind viele, viele andere Angebote und alle sind Gruppenangebote. Alle sind, begebt euch in Gemeinschaft. Wir hier sind eine Gemeinschaft. Was wir heute früh erlebt haben, ist, wie ist das, wenn wir uns begegnen, wenn wir Gemeinschaft herstellen, wenn wir uns ehrlich in die Augen sehen, wenn wir authentisch sind. All das sind solche Wege dahin und ich persönlich möchte einfach sagen, es ist nicht nötig, perfekt zu sein. Es ist nicht nötig, diese Veränderung perfekt zu leben. Es ist vielleicht ganz, ganz sinnig, auch mit Brené Brown, sage ich mal, zu sagen, wir müssen uns nicht schämen für das, was wir sind. Wir müssen nicht uns schämen, dass wir nur 70% unseres Potenzials leben. Jeder von euch, ich, wir sind jeder zu jeder Zeit wert und würdig, wertgeschätzt zu werden für das, was wir heute jetzt hier sind.
Es geht nicht darum, Leistung und Potenzial zu entfalten. Das kommt automatisch in dem, wenn wir das sind, was wir sind. Und das wollte ich einfach mit euch teilen, ohne groß darum zu reden. Vielen Dank. Also, hab vielen Dank. Ich sage euch noch mal kurz den, sozusagen den Leitsatz dieser Akademie, weil der sehr interessant ist. Der heißt, solange Menschen sich gegenseitig als Objekte benutzen, ist die Entfaltung der in diesen Menschen angelegten Potenziale unmöglich. Sobald aber Menschen anfangen, einander als Subjekte zu begegnen, so wie wir das hier besprochen haben, also auch als Liebende, sobald Menschen einander anfangen, als Subjekte zu begegnen, ist die Entfaltung der in jedem Einzelnen und in der ganzen Gemeinschaft angelegten Potenziale unvermeidbar. Das geht nicht darum, dass man Potenziale entfalten muss. Die würden sich sofort entfalten, wenn wir die Knoten rausmachten, die da im Augenblick drin sind und die uns da reingekommen sind, dadurch, dass wir diese hierarchischen Ordnungsstrukturen erstmal übernehmen mussten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns fragen, an welchen Stellen wir die überwinden können. Und das ist ein Prozess, den wir gemeinsam versuchen müssen, indem wir helfen, Gemeinschaften zu entwickeln, in denen diese hierarchischen Ordnungsstrukturen, wo einer den anderen zum Objekt macht, keine Chance mehr haben. Und das habe ich jetzt im letzten Versuch nochmal ausprobiert, indem ich gesagt habe, diese Art und Weise, wie, wenn die hierarchische Ordnungsstruktur weg ist, muss doch irgendeine andere Ordnungsstruktur her. Man kann ja auch nicht in der Anarchie leben. Also heißt es, die große Aufgabe, die wir haben, ist nicht die Hierarchien abzuschaffen, sondern in uns selbst eine Ordnungsstruktur aufzubauen, die uns wie ein Kompass hilft, unser eigenes und unser Zusammenleben mit anderen so zu gestalten, dass es fruchtbar wird. Und dieses Innere, diesen inneren Kompass, den habe ich jetzt einfach mal Würde genannt. Und das Ding ist seit einigen Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das heißt, da ist eine ganze Gesellschaft, die anfängt zu verstehen, dass wir irgendeine Art von Kompass brauchen und dass dieser Kompass nur in jedem Einzelnen entwickelt werden kann. Und dass es nicht darum geht, dass wir uns gegenseitig sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern dass wir einander helfen, ein Bewusstsein und eine Vorstellung unserer eigenen Würde zu entwickeln, damit wir sie auch schützen können. Es geht nicht darum, die Würde der anderen, es geht um unsere eigene. Und dann kommen wir wieder zur Schule und müssen sagen, wo ist denn in der Schule für einen Schüler, der durch unser Schulsystem läuft, die Gelegenheit, dass der eine Vorstellung und ein Bewusstsein seiner eigenen Würde herausbilden kann. Das dürfen wir nicht mehr zulassen. Nein, also tut mir den Gefallen, was ich hier mache, ist kein Lehrer-Bashing, was mir gerne unterstellt wird, sondern ich versuche den Lehrern zu helfen, dass die endlich merken, dass sie auch nur benutzt werden und dass die sich vielleicht auch mal selber zusammentun könnten und sich fragen könnten, ob sie da nicht einen wichtigen Beitrag leisten können, damit diese kultusministeriellen Vorgaben und diese sinnlosen Entwicklungen, die einfach hier einfach weitergetragen werden und tradiert werden, ohne dass man sie hinterfragt, ob man die nicht endlich mal abstellen könnte. Ja, ich habe jetzt das Glück, ein Mikro bekommen zu haben. Ich bin die ganze Zeit schon ganz unruhig da rumgesessen. Die Bemerkung vorhin, die hat mich erinnert an eine Situation in der Schule, in der ich gearbeitet habe, wo immer einer sagte, ja, aber das geht nicht, weil dann müssten wir ja alles gleichzeitig verändern. Und das ist genau, glaube ich, die Falle, in die wir nicht tappen dürfen, sondern wir müssen klein anfangen. Also nicht irgendwie die ganze Welt verändern wollen gleich am Anfang, sondern uns selbst. Das ist jetzt schon oft gesagt worden. Und ich empfinde das als großes Glück, hier zu sein und das zum dritten Mal jetzt und auch Teil einer Männergruppe zu sein, von zwei Männergruppen eigentlich, und merke, was es heißt, eben bei sich diesen Reichtum plötzlich zu entdecken, den ich früher gar nicht gesehen habe, der in mir selbst ist. Das Spektrum meines Herzens, wozu das eigentlich in der Lage ist, was für ein Wahnsinnsorgan das eigentlich ist. Und ich möchte mit dem Gehirn gar nicht anfangen. Ich habe noch das Glück, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die eine Schule gründet in Hamburg,
In Niedersachsen, da gibt es inzwischen 19 Schulgründungen. Also es passiert was auf pädagogischer Ebene. Die Menschen haben erkannt, das alte System ist nicht mehr in Ordnung. Wir brauchen andere Schulen. Wir gründen eine freie Schule, in denen es weder Unterricht gibt, noch so einen Stundenplan. Weil wenn ich morgens am Montag um 8 Uhr mit Mathe anfange, dann erreiche ich vielleicht einen, wenn ich Glück habe, mit seinem Interesse. Und wir gründen halt eine Projektschule. Und ich kann da nicht weiter ins Detail gehen, wir haben die Zeit nicht. Aber diese Initiativen, die gibt es. Und es gibt für jeden von euch die Möglichkeit, diese Initiativen auch mit in Angriff zu nehmen oder eben mit dem zu unterstützen, was ihr zur Verfügung habt. Lade ich jeden ein, mich anzusprechen. Wir haben noch ein großes Konto, das ist noch nicht voll. Und es kann losgehen. So, ich kriege hier immer wieder die Zeit gezeigt. 10 Minuten geben Sie uns noch. Haben wir noch? Wir hatten die Mikro. Okay. Hallo Herr Hüther, ich mache meine Matura, also das ist das österreichische Abi, seit einem Jahr autodidaktisch alleine und habe noch ein Stückchen vor mir, bevor ich fertig bin. Und danach würde ich gern in einem alternativen System leben. Was würden Sie mir da als junger Mann für einen Rat oder was auch immer mitgeben? Also interessant finde ich, dass Sie offenbar einen Weg gefunden haben, um als Selbstlerner in unserem gegenwärtigen Schulsystem einen Abschluss zu machen. Das sollten Sie noch anderen mitteilen, wie das geht, weil das ist sehr wichtig. Und wenn Sie dann so einen Weg gegangen sind, wird sich für Sie der nächste Schritt von ganz alleine ergeben. Es hat keinen Sinn, dass irgendjemand kommt und sagt, was gut wäre. Sie müssen aufmerksam gucken, was geht. Sie müssen die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, versuchen zu nutzen und dann gehen Sie auf einem Weg weiter, möglichst nicht allein, sondern sammeln Sie andere um sich herum, die nicht alle genauso sind wie Sie, sondern möglichst anders, weil in einer Gemeinschaft von lauter Gleichgesinnten kann man sich auch nicht weiterentwickeln. Und dann gucken Sie, was kommt. Wie Bullabü. Jeder Tag hat eine neue Überraschung und diese Vorstellung, dass man sein ganzes Leben mit 18 sozusagen entwerfen muss, um dann am Ende Professor für Neurobiologie zu sein, die können Sie in die Tonne werfen. Aber ich will Ihnen mal was sagen, das mit dem Schulsystem brennt im Augenblick auf allen Ebenen. In Görlitz gibt es eine Initiative von Schulverweigerern, die haben, weil das so eine dürre Gegend ist dort und das Kultusministerium auch nicht mehr weiß, was sie machen sollen, die sind jetzt dabei und bringen das Kultusministerium dazu, dass die in Görlitz die Genehmigung erteilen für eine Schule, die gar keine ist, sondern nur ein Bürogebäude. Und dort kann man, wenn man seine Kinder im Homeschooling oder alleine sozusagen ohne Schule bilden möchte, da kann man die in so einer Einrichtung anmelden, dann ist der Schulpflicht Genüge getan und man braucht nicht mehr nach Frankreich auszuwandern. Und das finde ich unter uns Männern ist das einfach mal jetzt eine wichtige Botschaft. Das ist clever, weil in Wirklichkeit machen die das nicht, weil sie erkannt haben, dass die Schulpflicht scheiße ist, sondern das machen die, weil in Görlitz kaum noch einer leben will. Und weil die auf die Art und Weise die Schulverweigerer Eltern von der ganzen Bundesrepublik alle nach Görlitz holen. Man kann auch mal ruhig die geschäftlichen Interessen dieses Systems ausnutzen, um es sozusagen auszutricksen. Ich finde, Cleverness ist was Feines. Und wir haben hier für das Havelland eine Initiative im Augenblick in der Schublade und die geht gerade zum Kultusministerium. Wir wollen dort in Ketzin und der Gegend wollen wir einen Schulversuch machen. Ab der 5. Klasse dürfen alle Schüler entscheiden, ob sie weiter in die Schule gehen wollen oder in eine Freilernergruppe. Und dann bilden sich 6 bis 8 Schüler zu einer Freilernergruppe, die bekommen einen Tutor, der alles sein darf, aber bloß kein ausgebildeter Pädagoge. Und dieser Tutor hilft diesen
Schülern jedes Jahr den Stoff für sich so aufzuarbeiten und vorzubereiten, dass die am Ende des Jahres die gleichen Prüfungen ablegen in Biologie und Erdkunde und was es da so gibt, wie die Schüler auf der normalen Schule, aber die gehen nicht in die richtige Schule. Das führt dazu, dass man keine Lehrer mehr braucht. Es gibt sowieso nicht genug. Es führt dazu, dass man die maroden Schulgebäude nicht sanieren muss, weil die braucht man dann nicht mehr. Die Schüler suchen sich ihren Lernort selbst aus und brauchen dazu keine Schule. Die brauchen keine Lehrer. Es spart eine Unmenge Geld, auch die ganzen Pensionen. Und es ist die einzige Schule, die dazu führt, dass das, was die Schüler sich selbst erarbeitet haben, auch wirklich in der Birne hängen bleibt. Also das ist auch ein schönes Argument. Da ist im Augenblick richtig Dampf drin. So. Also doch, ich, Entschuldigung. Ach, ist noch ausgeschaltet. Erst der Reihe nach. Gut, da hinten. Ja, Herr Hüther, Gerald. Ich habe eine Frage und zwar, wenn ich Sie richtig verstanden habe, waren Sie ja irgendwann mal bedürftig und sind mehr zum Liebenden hingekommen. Richtig? Ich, ja. Ja. Was auch. Waren auf diesem Weg für Sie Entwicklungsschritte? Also ich bin ja noch ein recht junger Mensch. Was könnte mir helfen, individuell dahin zu kommen? Zu dieser inneren Haltung, die Knoten platzen zu lassen. Das ist jetzt wirklich sehr intim und es ist auch nicht gut, wenn man es erzählt. Aber ich sage, zwei Tipps gebe ich. Es ist schon wichtig, dass man sich auch schon als Zehnjähriger gelegentlich mal fragt oder von jemand ermutigt wird, sich zu fragen, wozu man eigentlich auf dieser Erde hier herumtappen will. Möglicherweise sogar 80, 90 Jahre lang. Also wir kommen nicht daran vorbei, uns zu fragen, wozu wir hier sind. Und das habe ich durch bestimmte Umstände schon sehr früh, habe ich mich mit dieser Frage beschäftigt, was ich eigentlich mit meinem Leben will und wem ich das schenken will und wofür ich das einsetzen will. Und da habe ich deshalb Biologie studiert und bin dann Hirnforscher geworden und stehe heute hier. Da ist irgendetwas schon als Zehnjähriger in mir sozusagen als Bedürfnis entstanden. Ich kann es ja sagen, ich mag die Natur zu sehr, ich mag das Lebendige zu sehr. Und ich kann nicht zugucken, wie das von einer vorübergehend irregeleiteten Spezies zugrunde gerichtet wird. Das ist mir einfach ein Schmerz, dem ich mich nicht einfach so willenlos ausliefern will. Und deshalb habe ich versucht, hier gestalterisch einzugreifen. Und das Zweite, was man dann machen muss, wenn man dann ungefähr weiß, wofür man ist, muss man rechtzeitig loslassen können, wenn man merkt, dass man sich verlaufen hat. Deshalb bin ich aus dieser DDR abgehauen, deshalb bin ich aus Max Planck abgehauen, deshalb bin ich aus der psychiatrischen Klinik abgehauen. Ich bin eigentlich immer eher dann sehr schnell rausgegangen aus den Einrichtungen, wenn ich gemerkt habe, dass die mich zu sehr einengen. Was ich nie geschafft habe, ist eine wirkliche Gruppe von Gleichgesinnten oder von Menschen, die sich für das gleiche Anliegen interessieren, so zusammenzubringen, dass ich mich mit denen in so einer Gemeinschaft entwickeln konnte. Ich bin nach wie vor ein sehr einsamer Mensch. Oh, trotz des großen Ruhms. Es war jetzt das Schlusswort. Aber er stand schon. Komm, machen wir noch. Das wollen wir auch nicht so furchtbar aufhören. Ja, jetzt geht's. Lieber Gerald, nochmal vielen Dank. Du hattest am Anfang, glaube ich, gesagt, dass ich mich entscheide, liebender zu werden. Oder das ist zumindest hier so gefallen. Ich persönlich tue mich damit ein bisschen schwer, weil für mich, also generell ist für mich Liebe überhaupt die Antwort auf alles Mögliche. Aber ich finde, ich kann keine Entscheidung treffen, liebender zu werden, weil Liebe für mich etwas Schöpferes ist, was entsteht. Weil ich kann jetzt auch schlecht sagen, ich entscheide mich jetzt, meine Partnerin zu lieben. Entweder ich spüre das in mir, es fühlt sich irgendwie an, finde ich, oder halt nicht. Und ich glaube, das ist generell dieses Thema, warum wir häufig so viele Probleme haben, dass wir zu sehr in unserem Verstand sind, zu sehr in unserem Ego sind und eben nicht wirklich in unserer Liebe sind. Weil wenn ich in meiner Liebe bin, dann gebe ich ja, dann strahle ich ja. Weil ich so viel Liebe habe, kann ich die auch rausgeben und kann damit quasi alle anderen entzünden. Weil wenn ich in meinem Ego bin oder zu sehr in meinem Verstand bin, dann habe ich nämlich genau dieses Thema, finde ich persönlich, diese Bewertung zu haben oder mich abhängig zu machen von anderen. Ja. Und das ist halt genau das Thema. Was bedeutet für mich Liebe? Und Liebe ist für mich zum Beispiel nicht eine Abhängigkeit. Die schickt uns der Himmel.
zum Abschluss, weil es mir nochmal diese wunderbare Gelegenheit gibt, dir zu danken. Das ist so unendlich wichtig, dass uns das endlich klar wird, dass es keine Trennung gibt zwischen dem Denken und dem Fühlen und dem Handeln, dass das alles Konstrukte sind. Normalerweise kann man unmöglich, das sieht man bei jedem kleinen Kind, wir sind alle so auf die Welt gekommen, man kann nicht anders denken, als man fühlt, und man kann nicht anders denken und fühlen, als man handelt. Dass wir das heute alle gelernt haben, ist eine der furchtbarsten Kulturleistungen, zu denen wir gezwungen worden sind. Und deshalb glauben wir, dass die Liebe, dass eine Haltung eines Liebenden etwas mit dem Kopf zu tun hat. Und das geht aber gar nicht. Und wenn ich das sage, ich möchte die Haltung eines Liebenden euch schenken und ich würde mich freuen, wenn ihr euch davon anstecken lasst, dann meine ich damit, dass dieses Kunststück fertig bringt, die Liebe nicht mehr als ein Gefühl zu betrachten. Das ist sie nämlich nicht. Wenn das nur ein Gefühl wäre, könnte man nicht auf sie aufpassen. Sondern die Liebe ist etwas, was es gibt, was man selbst erleben darf und was man sich bewusst machen darf, auch kognitiv, damit man es beschützen kann. Ja, das ist wie mit der Würde. Und wer sich sozusagen, wer liebt, ohne in der Lage zu sein, diese Liebe zu schützen, der ist verloren. Und deshalb ist eine der großen Emanzipationsleistungen des Menschen diese Fähigkeit, sich das, was er als Mensch braucht, bewusst zu machen. Das nützt nichts, dass wir tolle Männer sind und dass wir begreifen, wofür wir da sein könnten, wenn wir nicht aufpassen, dass wir das auch tun und uns gegenseitig ermutigen, diese Aufgabe und diese Verantwortung zu übernehmen. Und deshalb hört auf, diese dauernden Trennungen in eurem Hirn aufrecht zu erhalten. Es ist furchtbar inkohärent. Und das, was wir uns gegenseitig vielleicht wünschen könnten und uns gegenseitig auch helfen könnten dabei, ist, dass wir einfach versuchen, ob das nicht eine Einheit wird, dass das Denken und das Fühlen und das Handeln sich miteinander verbindet. Und das wollte ich damit zum Ausdruck bringen, dass ich sage, die Haltung eines Liebenden ist genau das. Aber der kann dann auch aufpassen. Wenn hier einer kommt und mich zusammenfalten will, dann kriegt er meine Liebe auch zu spüren. Okay, vielen Dank. Alles Gute.